Mein Name ist Josef Horvath, geboren 13.12.1944, Kirchberg am Wechsel. Die Mutter hat erzählt, in 39er Jahren, sie ist von Gobelin gewesen, und da sind sie dann auch gekommen und haben sie die ganze Roma zusammentrieben. Und sie hat flüchten können, beziehungsweise vom Dorf hat sie einer kennt und hat sie ihr gesagt: Schau, dass du verschwindest, weil ihr kommt weg, nicht? Und die Mutter ist nachher, was sie erzählt hat, beim Fenster raus und ist davon gegangen. Und so ist nachher durch den Wald und nach Kirchberg gekommen. Anfang war es in Feistitz bei einem Bauer, nicht? Und der Bauer hat es versteckt, nicht? Und so ist nachher nach Kirchberg kommen und dann sind die Kinder auf die Welt gekommen. Weil der Vater war beim Herrn bis 1942 und vor 1942 haben sie ihn wieder zurückgestellt, weil es nachher drauf gekommen ist, sein nicht, dass er Rom ist. Nicht? Und die Roma haben nicht dürfen beim Herrn sein. Nicht? Er ist nachher heimgekommen, nicht? Und wahrscheinlich hat er da hat meine Mutter kennengelernt. Nicht? Und so hat es dort in Feistitz, das blieb am Anfang, nicht? Ist das erste Kind auf die Welt gekommen, die Rose, nicht? Meine Schwester, dann mein Bruder 1942 und ich 1944. 1944 ist noch der Vater ist auch bombardiert worden, nicht? Halt in Laban, nicht? Weil er eingesperrt war, weil er da ein Dings hat gestohlen, ein Holz zum Harzen, einen Baum hat er umgeschnitten und da hat ihn einer verraten, da die, was miteinander in einem Haus gewohnt sind, auch rum, ne? Und beziehungsweise einer auf dem Mund gekocht und dann hat ihn der verraten, ne? Und der hat nachher 6 Monate gekriegt, ne? Der Vater. Die sind wie ein Neustadt ins Gefängnis gekommen und das haben sie auch bombardiert und dann ist er nach Laubau überstellt worden. Und 1944 ist das auch bombardiert worden und da ist er ums Leben gekommen. Da ist die Mutter mit 3 Kindern noch geblieben. Ne? Wissen Sie, wie es Ihre also Familienmitglieder von Ihnen ergangen ist in der Zeit des Nationalsozialismus jetzt Ja, die Großeltern nicht. Beziehungsweise die Großmutter ist auch geflüchtet, ne? War auf der Flucht, sie war ja nicht im Lager, ne? Nur die Tante, ne? Die war im Lager in Lappenburg. Die meisten sind ja in Auschwitz umgebracht worden, sind, ne? Sind wenig heimgekommen. Ne? Ja, die Großmutter hat überlebt. Ne? Die Mutter hat noch meinen Stiefvater kennengelernt, ne? Und dann sind wir nach Kleinburg gekommen, in den 46er Jahren. Und in 1952 oder 51 bin ich noch in der Schule gekommen. Nicht? In Kleinburg seit der 1. Klasse. Nicht? Naja, wir haben es nicht leicht gehabt. Weil die Dorfleute haben noch immer das in sich gehabt, nicht, dass die Roma nicht so aufgenommen haben. Nicht. Zum Beispiel, wenn wir im Dorf waren oder so, haben sie uns verjaucht. Nicht. Ich meine, die Lehrer waren gut zu uns, das darf ich nicht sagen. Haben sie keine Ausnahme gemacht. Sie waren genauso streng wie für die anderen. Und wir haben genauso gelernt, aber wir haben die Möglichkeit nicht gehabt, weil die Mutter hat nicht schreiben können und lesen, nicht? Sagen wir, die, was uns geholfen hätten bei der Aufgabe oder was, nicht? So, wir müssen woanders hingehen, nicht? Die, was uns das gelernt hat, dass wir mitkommen, nicht? Beziehungsweise die 1. Klasse habe ich nicht bestanden und müssen wiederholen, nicht? So, die Nicht-Roma-Kinder haben auch Kontakt gehabt. Nicht? Erstens schon wegen Lernen nicht? Und
dass uns die älteren Schüler gelernt haben, nicht? Vom Dorf. Das darf man nicht sagen, aber sie haben uns geholfen, nicht? Dass wir auch mitkommen. Nicht? Ich habe die bis 7. Klasse Volksschule in Kleinbuchsalten gemacht. Nicht? Und wie ich fertig war mit der Schule, bin ich auf Saisonarbeit gegangen, auf Grünarbeit, das heißt landwirtschaftliche Arbeit mit 15 Jahren. Dann Großbedersdorf ein Partieführer gesagt, wir können mitfahren, wenn wir arbeiten wollen. Nicht? Und meine Schwester und ich sind nachher mitgefahren. Nicht? Und das war in Wolfpassing. Und da haben wir noch gearbeitet. Also dann, und dann bin ich heim und dann bin ich auf den Bau gegangen. Nicht? Da hat mich der Nachbar mitgenommen, beziehungsweise der hat in Schwechat gewohnt und er hat gesagt, ich kann dort anfangen. Nicht? Und dann bin ich auf den Bau gegangen. Nicht? Da war ich auch ein Jahr auf dem Bau und dann bin ich noch Steiermark, Krieglach, habe ich gearbeitet, ne? Bei Kabelbau. Und dort, wie wir heimgefahren sind, habe ich einen Unfall gehabt, ne? Mit dem, was ich heimgefahren bin. Ne? Und seitdem sitze ich halt in der Rollstuhl, querschnittgelähmt. Ne? Nein, ich war in Graz im Spital, Landeskrankenhaus. 6 Monate, dann bin ich nach Oberbad gekommen und dort war ich circa ein Jahr. Nach einem Jahr bin ich nachher entlassen worden, im Rollstuhl. Und es war nicht damals, sag mal, wie heute, dass so eingerichtet war, beziehungsweise ein Haus gehabt, hat man nur Zimmer und eine Kugel gehabt. Nicht? Und das Klo war draußen. Ne? Und das war nicht leicht für mich, ne? Sondern das. Wir waren damals 8 oder 9 Leute in 2 Räumen. Ne? Mit den Kindern. Ne? Inzwischen hat die Mutter und mein Stiefvater wieder Kinder gehabt. Ne? Das war keine leichte Kindheit für uns. Ne? Da war ich ein paar Jahre zu Hause. Es war zwar ein Arbeitsunfall, war das nicht. Ich habe eine Rente gekriegt. Nicht? Ich war ca. 10 Jahre daheim. Und dann, nein, plötzlich. Mit 22 Jahren danach bin ich in der Schule gegangen, in der Handelsschule in Wien. Das von der Unfallversicherung ist das bezahlt worden. Und da habe ich mich umschulen lassen und habe die Handelsschule gemacht. Nicht? Weil ich wollte irgendwas arbeiten, nicht? Dass ich nicht immer daheim sitzen kann. Dann habe ich die 1,5-jährige Handelsschule gemacht, weil das ein schneller Kurs war. Nicht? Normal ist 3,5 Jahre. Nicht? Aber das ist in 1,5 Jahren gemacht worden. Nicht? Ich war in Heim, nicht? 13. Bezirk und im 5. Bezirk war die Schule. Nicht? Das für Behinderte Schule war das. Nicht? Und da habe ich die Schule nachher gemacht und dann bin ich heim. Und dann habe ich gesagt, irgendwas muss ich machen. Ne? Im Büro habe ich nicht wollen, nicht? Weil ich habe gesagt, dann bin ich wieder zwischen 4 Wänden. Ne? Und das Handel habe ich schon immer im Blut gehabt. Nicht? Und da habe ich mich entschlossen, einen Handel aufzumachen. Ne? Ich habe noch angesucht wegen 1971 wegen
Gewerbeschein ist es da, wo es nicht so leicht wäre, einen Gewerbeschein zu kriegen. Ne? Da haben sie mir heute BH immer Stolpersteine im Weg gestellt. Ne? Bin bis zum Bundeskanzler Kreisky, habe ich einen Brief geschrieben. Ne? Und der hat mir Befürschreiben geschrieben und dann habe ich einen Gewerbeschein gekriegt. In 3 Wochen habe ich einen Gewerbeschein auch Ah, die gehabt. hat Ne? so geschrieben, Ja, der Kreis. ja. Und dann ist schnell Ja, gegangen. und dann ist es schnell gegangen. Ne? Beziehungsweise habe ich müssen ein halbes Jahr Praxis machen und den Kifidisch habe ich einen Freund gehabt, ne? Der war selbstständig und der hat mich angemeldet und die Krankenkasse habe ich mir selber gezahlt, ne? Dass ich keine Spesen entstehen. Ne? Und dann habe ich den Befähigungsnachweis gehabt, so gesagt. Ne? Und dann habe ich einen Gewerbeschein gekriegt. Ne? Obst und Gemüse. Da habe ich angefangen mit der Frau, mit der ersten Frau. In Ober war der Markt mit 2 Meter Stand bzw. einem Tisch und das haben wir verkauft. Nicht? Das war damals auch nicht so rosig, weil immer sagen wir, die Vorurteile waren für die Roma nicht, ob die Nicht-Roma bei einem Rom was kaufen. Nicht? Das ist, am Anfang war es schon schwer. Nicht? Hat man Aber das deutlich gespürt? das hat man gespürt. Nicht? Es waren nicht alle, aber im Großen und Ganzen waren schon. Aber ich habe nicht aufgegeben. Nicht? Es hat ca. 3, 4 Jahre gedauert, bis ich mich durchsetzen habe können. Nicht? Und dann ist es schon ein bisschen immer besser geworden. Nicht? Und die 70er, 80er Jahre waren ja gute Jahre, nicht viel Handel. Nicht? Und es ist nachher immer größer geworden. Nicht? Dann habe ich einen Platz gekriegt, einen Hauptplatz. Nicht? Und dann war es schon leichter. Nicht? Weil am Anfang haben sie mich in eine Ecke gestellt, wo nicht so viele Leute gegangen sind. Nicht? Und dann habe ich von der Gemeinde aus einen Platz gekriegt. Und dann ist es schon viel besser gegangen. Nicht? Da habe ich schon noch erweitert, nicht? Habe ich mit Blumen angefangen, dann habe ich Gemüse. Nicht? Und da haben wir schon viel mehr verkaufen können. Nicht? So gesagt, man hat von dem schon gut leben können. Nicht? Welche Bedeutung hat die Sprache für Sie gehabt? Man hat zwar Roman gesprochen, nicht? Daheim, aber das war direkt, hat man das nicht so wahrgenommen, ne? Sondern dass man die Sprache unterstützt oder weitergibt oder was. Ne? Beziehungsweise man hat es für die Kinder weitergeben, ne? Aber würde sagen, wir haben es nicht so intensiv gemacht, ne? Was ein Fehler war vielleicht. Ne? Du warst ja einer, der zum Beispiel einen ersten Roma-Ball organisiert hat, so bevor die Vereine gegründet worden sind. Ja. Wo war das? In Großpetersdorf, Oberwart. Ne? Die Roma sind kommen von überall, nicht? Und auch Nicht-Roma sind gekommen. Nicht? Die Gräfin von Kofidisch, der hat sich jedes Jahr gefreut, wenn sie auf dem Roma-Ball hat Kinder kommen. Nicht? Der hat uns immer besucht. Und hat der Roma-Kapelle gespielt danach? Und, oder wie ist das abgelaufen, der Ball? Das ist eine ungarische Zigeunermusik. Nicht? Und da hat der Vater mitgespielt, nicht? Der Stiefvater und dann mein Stiefbruder nicht? Und andere halt. Nicht? Hat es da einen bestimmten Grund gegeben, warum sie das dann nicht mehr weiter organisiert haben, die Roma-Bälle, oder war das dann einfach irgendwann sozusagen aus? Es war damals, hab ich gesagt, nein, jetzt mache ich es mir nicht mehr. Nicht? Das ist ein bisschen Anstrengung, das Ja. Geschäftliche nicht? Und das war mir ein bisschen zu viel noch. Nicht?
Und dann habe ich es aufgegeben. Und dann den nächsten, letzten Ball haben wir in Oberwart in Hohau veranstaltet. Nicht? Da habe ich dann nachher die anderen gezeigt, wie das geht. Nicht? Und da haben wir auch ungarische Musik gehabt. Nicht? Und das war ein großer Erfolg. Nicht? Ich habe das Ganze moderiert, den ganzen Ball. Und die Ballkönigin, Ballkönig haben wir gewählt. Ne? Und Tombola gemacht. Das war am Anfang war sehr lustig. Ne? Was hat der Vater genau gemacht? Ja, der Vater, der Stiefvater hat ein Pferd gehabt, ne? Und er ist Ort zu Ort gefahren und hat Häfen geflickert, Scherzschleifen. Ne? Und damit hat er, sagen wir, Geld verdient, dass er die Familie erhalten hat können, nicht? Dass die Kinder zum Essen haben gehabt. Nicht? Und hat er das im Winter gemacht oder im Sommer? Nein, im Sommer sind sie, ist er immer gefahren. Nicht? Und da sind die Kinder sind auch mitgefahren nicht? Und sagen, und das waren wir zwei, drei Tage unterwegs. Und bei den Bauern haben wir geschlafen, in Kurstreu. Nicht? Und man Essen und Sachen haben wir gehabt, nicht? Weil wir uns eintauscht, Fleisch, Gesicht, Brot, Schmalz. Nicht? Und somit haben sie die Familie da halten. Was hat er im Winter gemacht? Im Winter hat er gespielt. Nicht? Was hat er gespielt? Mit Geige. Begleiter war er. Ja, er hat genug verdient, sagen wir, dass er die Kinder, sagen wir, dass das zum Essen haben gehabt. Nicht? Und dann von Holzhaus, was wir gehabt haben, hat er so viel verdient, dass er sich ein Haus bauen hat können, nicht aus Ziegeln. Nicht? Und da haben wir schon noch mehr Räume gehabt. Nicht? Und da war ich schon in Rollstuhl. Und dann ist umgebaut worden das Haus, beziehungsweise das Boot, klar. Hat die Unfallversicherung gezahlt und dass ich, sag mal, hygienisch, sag mal, das gehabt habe. Ne? Haben die Eltern eine Schulbildung gehabt? Ja, die Mutter ist in die Schule gegangen, ne? Aber dann in 38er Jahren, beziehungsweise in 39er Jahren, haben sie es von der Schule ausgehauen. Ne? Also, Romney war. Ne? So, sie hat nicht lesen und schreiben können? Nein, lesen und schreiben hat sie nicht können, sie hat nur ihr Namen schreiben können, im Korrent. Nicht? Das hat sie können. Ne? Und ihr Stiefvater, hat der Schulbildung gehabt? Nein, der hat auch keinen gehabt. Aber mit Geld hat er sich auskennt. Also es war immer der Wochenmarkt, also jeden Mittwoch in Oberwart. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Da habe ich einen Loswohn gehabt, habe ich mir gekauft. Ne? Und da ist das Geschäft sehr, sehr gut gegangen. Ne? Da habe ich nachher einen Lehrling aufgenommen, das war mein Bruder. Ne? Der hat bei mir nachher gelernt. Einzelhandelskaufmann. Naja, es war nicht leicht. Nicht? Sag mal, als Rollstuhlfahrer mit einem Loswagen gefahren, nicht? Ist nicht so einfach. Und der Amtsarzt war voll dagegen. Nicht? Hat er gesagt, so, was brauchst du einen Loswagen fahren? Ich habe gesagt, die kann man kann schon viel leisten, nicht? Weil das Geschäft geht nicht so gut. Nicht? Die muss ihn machen. Nicht? Und dann mit Ach und Krach hat er gesagt, wenn du zum Psychiater gehst, kannst du bei der Prüfung antreten. Nicht? Und dann habe ich gesagt, na, die Freiheit mache ich dann nicht. Da bin ich nach Graz gefahren zu einem Psychiater. Nicht? Und der hat nachher festgestellt, hat er gesagt, was will der Amtsarzt? Sie sind geistig normal nicht? Und nur körperlich. Und wenn der Wagen umgebaut ist, also können sie ja fahren. Nicht? Und wenn er nicht umgebaut ist, können sie ja nicht fahren damit. Nicht? Und somit habe ich nachher einen Führerschein können machen. Ne? Einmal bin ich halt durchgefallen, ne? Weil es war nicht
so einfach, sagen wir, für einen Querschnittgelähmten. Mhm. Ne? Dann haben sie mich schon, sagen wir, in Reißen gehabt bei der Prüfung, ne? Dass ich überhaupt das bestehe. Ne? Mhm. Und dann das zweite Mal habe ich es geschafft. Wie ist das da überhaupt mit den Leuten gegangen, eben querschnittgelähmt zu sein und da ein Rom zu sein, unter Anführungszeichen? Als Rollstuhlfahrer bist du immer, sagen wir, angeschaut worden, nicht Leute haben geschaut. Ne? Na, der arme Kerl, der sitzt im Rollstuhl, nicht? Und es war für mich nicht leicht, sag mal, die Bemitleidung, nicht? Das habe ich nicht gewohnt, dass mich die Leute bemitleiden. Nicht? Aber mit der Zeit hat sich das ergeben, nachher, nicht? Dass mir nicht mehr die Leute so gefragt haben. Nicht? Da haben sie mich nachher viel normalen Menschen genommen, nicht, haben sie den Menschen gesehen, nicht den Rollstuhl. Nicht? Und dann ist im Laufe der Zeit der Betrieb immer größer geworden? Ja, es ist immer größer geworden und dann 1995, da habe ich mit einem Ungarer angefangen, nicht? Großhandel, Import, und da habe ich nachher das Marktfahren aufgeben, nicht, das im Detail, und da habe ich nur Großhandel gemacht. Nicht? Und das ist sehr gut gegangen. Nicht? Ich bin jeden Tag nach Wien gefahren, von Montag bis Freitag. Nicht? Da habe ich schon zwei Angestellte gehabt, beziehungsweise der Schwager und der Sohn, die was bei mir gearbeitet haben. Und Anfang bin ich halt mit dem Lastwagen gefahren und dann hat der Sohn einen Führerschein und Safe gemacht. Ne? Dann ist er gefahren, meist halt. Und der Schwager hat nur ein B gehabt und da habe ich einen LKW, einen viel kleinen LKW gehabt und einen großen und einen Bus, ne? Für B. Ne? Also drei Autos, Kühlwagen habe ich gehabt. Ne? Und was für Produkte sind da verkauft worden? Nein, es war meist hat man Früchte gehabt, Himbeeren, Brombeeren, Weintrauben, Eierschwammer, Pilze. Ne? So was habe ich verkauft, nicht in Wien draußen. Und dann ist immer mehr geworden. Da habe ich schon im Tag 2 Tonnen Himbeeren verkauft. Echt? Und Eierschwammer, da habe ich schon eine Verbindung gehabt mit Kroatien, Slowenien, Polen, Bulgarien, ja, per Flug von Bulgarien haben sie mir die Pilze geschickt, ne? Und für Kroatien haben wir oft selber geholt, nicht der Schwager, ne? Da haben sie es hergeführt. Ne? Ja, die Buchhaltung habe ich auch müssen machen selber, ne? Das ist der Samstag, Sonntag auch aufgegangen. Ne? Also eine Freizeit war, kann man sagen, null. Mhm. Ne? Aber ich habe sehr viel Liebe gehabt zu meinem Beruf und deswegen dann ist es gegangen. Ne? Wenn Mama amuliert war, ne, dann muss ich denken, na, ich pfeife drauf, ich schmeiß das Klappert weg, habe ich das notwendig, aber am nächsten Tag hast du das wieder gemacht. Ne? Mhm. Und wenn wir jetzt vielleicht noch zu einem anderen Thema, Gründung vom Roma-Verein. Wie haben Sie das damals erlebt? Ja, am Anfang war ich nicht dafür, ehrlich gesagt, sag mal. Wir haben die gleichen Rechten und Pflichten, also zu was brauchen wir einen Verein? Ne? Mhm. Aber nachher habe ich anders gedacht. Ne? Mhm. Und war 6 Jahre nachher auch beim Verein, als Kassier. Da habe ich mitgestaltet, mitgearbeitet. Ne? Und was waren die Gründe, warum Sie Ihre Meinung geändert haben? Naja, die Gründe. Man, für die Jugend habe ich das so überlegt, dass die Jugend in Zukunft vielleicht besser hat, ne? Wie wir. Ne? Wie hast du das empfunden, wie die Sprache dann verschriftlicht worden ist? Naja, wenn ich ehrlich bin, die Sprache, wenn man es auch niederschreibt, ist es niedergeschrieben worden, aber die Jugend,
es nicht leicht zu überzeugen, sagen wir, dass den Spruch weiter lernen, ne? Dass es überhaupt lernen. Ne? Weil es wieder Angst haben, dass benachteiligt sind. Ne? Es wäre schon wichtig, dass sie die Sprache erlernen. Ne? Aber wie gesagt, ob sie es machen werden, ist die große Frage. Ne? Wie beurteilen Sie die soziale Situation jetzt gerade der Roma-Jugend im Burgenland? Ja, es ist, sag mal, in der Gesellschaft ist, sag mal, die Vorurteile in Arbeit noch immer, dass die Roma nicht, sag mal, Arbeit so leicht kriegen. Ja? Wenn sie wissen, dass er Roma ist, wird er von einem Betrieb nicht so leicht eingestellt. Und finden Sie, sollten mehr Roma den Mut jetzt haben, selbstständig zu werden, zu beruflich? Ja, ich würde jedem raten, wenn es möglich ist, dass er selbstständig wird, ne? Dass er sein eigener Chef ist und dann wieder im Leben auch Erfolg haben, ne? Wenn er genug Liebe zu dem Beruf hat und sich einsetzt, ne? Und nicht aufgibt. Ne?